Hey ho, neues Video. Heute machen wir einen Bockwursttopf mit Pfifferlingen. Ja, eigentlich habe ich ja gar keine Zeit, irgendwas sonst zu machen, weil ich bin ja noch an der Weberkugel von der Grillshow, aber egal. Ich habe Hunger. Ja, und der Topf ist ganz einfach gehalten. Ich habe mir die Zutaten heute alle beim Lidl gekauft. Also nicht unbedingt jetzt eine Werbung für Lidl, aber wer es nachmachen will, braucht einfach bloß zum Lidl fahren. 5-6 Handgriffe und er hat alles im Einkaufswagen drin. Ja, wer sich jetzt darüber aufregt, ja, ist entweder ein Hater oder eine Geldsau und dann soll er zum Feinkostkäfer fahren und da einkaufen. Wir gehen jetzt rein und legen los. Die Zutatenübersicht. Vielleicht nehme ich nachher noch ein Schmand und Creme Fraiche oder Sahne zum Abschmecken. Das weiß ich jetzt noch nicht. Aber hier sind jetzt einmal die 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sachen. Kartoffeln haben wir jetzt nicht beim Lidl geholt. Egal, Kartoffeln kann man überall kaufen. Aber wir haben Kartoffeln, Zwiebeln, die HP Classic Barbecue Soße, Pfifferlinge, Bockwurst und natürlich den Bacon. Der muss da unbedingt rein. Ich schnippel das jetzt alles ja, schön klein und dann sehen wir uns auch schon draußen am Topf wieder. Öl nehme ich noch mit raus. Und ja, das war's dann eigentlich schon, was wir an Zutaten haben. Alles klar, nach dem Schnibbeln geht's weiter. Hier haben wir jetzt unsere gesamten Zutaten. Da hinten feuern schon die Kohlen an. Zu denen sage ich auch gleich noch was. Ja, schön klein geschnippelt. Was habe ich jetzt noch? Öl zum Anbrutzeln nachher, aber die Pfifferlinge, die werden zuerst angebraten. Da habe ich noch ein Stückchen Butter mit rein. Gut, dann warten wir, bis die Kohlen glühen und um es eben heute vielleicht, naja, fast auf die Spitze zu treiben, habe ich jetzt einmal einfach günstige, billige Kohlen gekauft vom Thomas Philips, einfach um die mit dem Mist hier mal zu vergleichen. Ich habe es ja jetzt schon öfters gesagt, ich war ja bis jetzt immer ein großer Profagus-Fan, aber dieses Jahr, nein! Leute, durchgeglüht sind die Kohlen sehr schnell. Dafür hat der Sack auch bloß 9 Euro oder was gekostet, der 10 Kilo Sack. So, der Stürmer ist da drunter. Hitze schmeißen sie ja eine ganz gute. Ja, Hölle, Mann. Also das hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet, dass die so hot sind. Aber das soll man jetzt zum Anbraten gerade recht sein. Boah, leck mir am Ärmel. Also das ist ja echt der Hammer. Aber die werden halt recht schnell weggeglüht sein, gehe ich mal davon aus. Jetzt wird es Zeit, dass ich mir meine heißgeliebten McBriquettes wieder bestelle. Die Eier und ja, genau. Gut. Der geht gleich runter. Ja, und jetzt können wir eigentlich schon unsere Pfifferlinge reinschmeißen. Schatzi hat gerade was gesagt zu mir. Ich soll doch mit dem Bacon anfangen. Dann mache ich das halt. Aber es kommt ja eh alles wieder raus. Du musst das
nicht machen, nur weil ich das gesagt habe. Doch, ich mache das jetzt, weil du mir das gesagt hast. Bisschen Öl habe ich ja trotzdem rein. Und den lassen wir jetzt erstmal schön verschmoren, verschmorgeln, anbrutzeln. Das reicht mir jetzt auch schon. Bei anderen Gerichten, Rühreier zum Beispiel, täte ich den Speck jetzt oder den Bacon wesentlich mehr anbrutzeln. Aber für ein Topfgericht möchte ich, dass der ja, genau so ist, wie er jetzt ist. Dann schmoren wir hier drin die Zwiebeln mal kurz an, dass sie halt ein bisschen glasig sind. Die habe ich jetzt einmal halbiert und dann in schöne Scheiben geschnitten. Ich zeige es euch dann wieder, wenn ich sie raushole. Die Zwiebeln, ja, schön glasig, so wie ich mir das vorgestellt habe, kommen auch heraus. Schatz hat zwar gesagt, ich soll zu den Zwiebeln dann die Pfifferlinge hinzutun, aber ich brate die lieber einzeln an. Ja, da habe ich für mich persönlich einfach das Anbraten besser unter Kontrolle. Oh Schatzi, ich habe einen Knoblauch vergessen. Kannst du mir noch zehn Knoblauch klein schnibbeln? Bitte? Und jetzt hat das Stückchen Butter mit den Pfifferlingen. Ob ich die jetzt richtig vorbereitet habe, ich habe keine Ahnung, Leute. Ich habe sie alle einzeln durchgeschaut, mit dem Messer ein bisschen geputzt. Wenn der Schrunk nicht so schön war, habe ich den abgeschnitten. Ja, so ist es halt. Und die tun wir jetzt schön anschmoren. Und dann kommen die auch wieder raus. Die Pfifferlinge sind fast gut, da haben wir jetzt noch schnell den Knobi mit rein. Den hätten wir auch vorher dann ziemlich zum Ende von der Zwiebel mit rein tun können, aber ist jetzt wurscht. Hauptsache, der ist schön mit angebrutzelt noch ein bisschen. Das reicht uns dann auch schon wieder. Und dann können wir Pfifferlinge und Knoblauch raus. Und als nächstes kommt unsere Bockwurst rein, unsere geschnippelten. Die lassen wir jetzt auch so lange drin, bis sie ja, eine schöne Farbe angenommen haben. Die andere Alternative wäre natürlich gewesen, wenn wir die Bockwürstchen schön vorgegrillt hätten, dann klein geschnitten hätten und rein, oder einfach den Topf komplett fertig machen und die Bockwürstchen auch bloß schön angrillen und dann mit drauflegen. Das wären alles so Möglichkeiten gewesen, was jeder für sich entscheiden kann, wie er es macht. Ich mach's so. Dann soll uns das auch schon wieder reichen, wie es halt immer so ist. Die einen kriegen ein bisschen mehr Farbe ab, die anderen ein bisschen weniger. Aber das soll uns jetzt gar nicht stören. Die sind so, wie ich sie mag. Und gut ist. Tja, unsere Schüssel füllt sich und was fehlt noch? Wer hat aufgepasst? Richtig, die Kamoppeln oder auch Kartoffeln genannt. Und hier tun wir jetzt wieder gleich nochmal einen richtig kräftigen Schluck Öl dazu. Flasche leer, kannst du spülen. Und bei den Kartoffeln gilt, je länger, desto gut. Dass sie halt auch einmal so richtig schön angebraten sind. Papü, die Kartoffeln setzen mir ziemlich unten an. Das gefällt mir gar nicht so. Darum schütte ich jetzt einfach mal ein bisschen Wasser mit dazu. Leute, die Kartoffeln fangen an weich zu werden. Ich habe gerade schon ein Stückchen probiert. Das heißt, wir können oder wir schmeißen jetzt alles wieder mit hinein.
aufgießen auf alle Fälle. Das muss reichen. Und dann eben Barbecue-Soße eurer Wahl. Ich habe mich jetzt für die entschieden. Die Barbecue-Soße entscheidet dann definitiv über den Geschmack des Gerichtes. Das muss ich natürlich nachher noch abschmecken. Ich glaube, da kann mehr rein. Das habe ich schon gesehen. Da gehört mehr rein. Das ist so was. Ich hau den ganzen Pott rein. Ein bisschen Wasser rein, ausspülen. War ja eigentlich immer so, dass wir so eine komplette Pulle auf ein Gericht haben. Ja, fast ein bisschen viel Wasser geworden. Hoffen wir, dass das jetzt noch ein bisschen einreduziert. Mhm. Also schmecken tut es mal lecker. Auf alle Fälle ein bisschen einreduzieren soll es noch. Jetzt kontrolliere ich nämlich mal die Kohlen unten drunter, beziehungsweise lege vielleicht auch noch welche oben drauf, wenn sie überhaupt noch glühen, noch vorhanden sind. Also Asche machen sie ja eine ganz gute, und dann lassen wir das jetzt ja definitiv noch eine halbe Stunde mindestens so stehen. Und dann gucken wir mal nach, wie es aussieht. Ob wir den Topf nochmal offen stehen lassen. Ja, zum Einreduzieren. Oh ja, das brodelt ganz nett. Ich schaue sicherheitshalber rein, tu umrühren. Wegs ankokeln unten. Na, Mann. So rum. Na. Aber das fühlt sich alles ganz gut an. Schatzi, wir haben einen leckeren Wurstetopf. So Leute, ja, das war jetzt eine gute halbe Stunde drauf. Und dann lassen wir das jetzt offen noch ein klein bisschen brodeln. Dass ich noch ein klitzeklein bisschen einreduzieren kann. Oh ja, gerade rechtzeitig aufgemacht. Ganz leicht hat es angefangen unten anzusetzen, aber eben nur ganz leicht. Mmh. Mmh. Ich bringe schon mal die Utensilien rein. Danach komme ich raus und hol den Topf rein. Ja, und dann tue ich mir das auf den Teller, ganz klar. Und dann gibt es auch schon ein richtig schönes Probiererle. Hau da rum! Oder so ähnlich. Ja, und jetzt machen wir unser Probiererle. Ja, dann hoffe ich mal, dass das jetzt in den letzten 2-3 Minuten ein bisschen abgekühlt ist. Mmh.
Also mir schmeckt lecker. Ich finde es sehr lecker. Aber Fazit danach. Fazit. Ja, Freunde, ein sehr einfaches, aber dennoch gelungenes Gericht war das wieder. Ja gut, ich habe jetzt schon öfters mal was so mit Wurst im Topf klein geschnippelt gemacht, aber egal, das war jetzt eine andere Variante. Und wie gesagt, je nachdem, was für eine Barbecue-Soße oder Zigeuner-Dings oder sonst irgendwas verwendet, dementsprechend schmeckt es dann. Ja, also mir hat es sehr lecker geschmeckt. Die Zusammenstellung von den ganzen Komponenten, sage ich jetzt mal, war hervorragend. Ja, und somit ist das Video fertig. Schatz hat es auch geschmeckt, bloß die ist jetzt noch drinnen. Und ja, Leute, wir sehen uns das nächste Mal. Gibt es mal vielleicht mal wieder ein Däumchen nach oben. Ein paar nette Kommentare. Und alles ist gut. Hasta la vista. Bis demnächst. Nee, dahinter geht es zur Werkstatt.